Hey. So. Das gut. So. Ja, ich bin heute wieder da, meine Lieben. Ich möchte heute mit euch ein Junk Journal machen. Wie weit wir kommen, das weiß ich. Das weiß ich leider noch nicht. Was ist hier passiert? Ja, okay. Da bin ich wieder da. Und ja. Ich habe mir schon so ein bisschen Pappe zurechtgeschnitten. Und da werde ich jetzt was alte Buchseiten draufkleben, weil ich möchte das gerne so verzieren, also Untergrund haben. Ich habe hier was Mod Podge, selber angerührte Mod Podge. Ich muss erst mal sehen, wie ich das am besten hier einrichte, weil leider habe ich nur eine Kamera. Die zweite, die ist meine Kinder im Bestand. Aber wir werden uns jetzt hier erstmal sowieso ein bisschen Papier schneiden. Ich schneide mir hier, ich reiße das nicht wahllos, ich mache das hier ein bisschen ordentlicher. Einfach was streifen. Runterschneiden. Die wird dann aufkleben. So. Ich habe hier schon ein bisschen was mir geschnitten. Ja, man kann das auch willkürlich zerreißen. Aber ich wollte das gerne ein kleines bisschen ordentlich machen. Ich muss sowieso dann noch ein bisschen Papier zuschneiden mir. Also kleben wir erstmal unseren Pinsel. Ich brauche einen Pinsel für meine Leine. So, ich schicke mal schön durch hier. Sieht aus wie Milch. Bisschen rumklären, das ist immer gut. Ist eine Art wie so ein Monsterboot. Die. So, das kleben wir mal hier so schön drauf erstmal. Und ich mache das auch nicht bunt, weil da kommt der gleich Serviette, aber dann da kommt der Serviette oben drauf noch. Ich aber mit. Kleben das hier nur fest. Ich hätte das auch eigentlich mit. Fällt mir gerade ein, mit dem Stift machen können, mit Brittstift. Ja, aber naja, ist manchmal so.
Ich tue das ein bisschen überlappen hier. Ich habe hier keinen Platz. Ich muss in ein großes Büro und so. Ups. So, jetzt habe ich das so weiter drauf. Mal sehen. Das klebe ich ja so. Das sieht man aber dann nicht mehr. Bisschen gut ausstreichen. Wenn ich das fertig aufgeklebt habe, dann hole ich gleich meinen Heißluftföhn. Dann trocknen wir das ein bisschen an. Vielleicht mache ich auch eine weiße Serviette oben drauf, eine normale weiße Serviette.
was dann weil dann kommt hier sowieso noch was Buntes oben drauf, aber ich muss das mal sehen. Weil das ist jetzt ein bisschen viel wert hier. Kann sein, dass ich gleich noch was Dings schneiden muss. Ein bisschen Papier schneiden muss. Und dann hält es für die Serviette. Jetzt machen wir das erstmal, das ist mal die Grundidee. Muss ich erstmal sehen, wo ich das hier drauf klebe. Ich denke mal hier. So. So, jetzt brauche ich noch mal ein Stück Zeitung. Ich meine natürlich Buchseite. Schneide ich mir mal was runter hier von der Buchseite. Sehen. Noch ein kleines Stück schneiden. Das kleinere Stücke. So. So. Tada. Da haben wir das auch soweit fertig geschnitten. So.
lassen. Mal sehen, ob ich das hier rein. Ja, genau. Klebe ich hier drauf. Klebrige Angelegenheit, aber naja, wir schaffen das. Wir retten das. Gröbste Arbeit haben wir schon hinter uns jetzt. Das alles hier aufzukleben. So eine Art Masterboard zu machen. So, jetzt habe ich diese Buchseiten hier aufgeklebt und dann kann ich gleich trocknen, das Trockenföhnen das und dann können wir die Serviette draufkleben. Ach nee, gar nicht wahr, ich hatte einen Scheiß. So, Serviette kommt noch lange nicht. So. Jetzt haben wir das jetzt erstmal aufgeklebt hier. So schaut das jetzt aus. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich mache, ob ich diese weiße, wie das ausschaut, weil da kommt diese Serviette drauf. Entweder klebe ich das so drauf, komplett. Aber nee, ich werde den Teile machen davon. Ich habe hier noch was normale weiße Serviette. Genau. Ich nehme das weiße. Aber zuvor schmieren wir das nochmal schön ein. Weil ich habe hier was Tee. Und dann machen wir uns was Tee drauf. Unter der Serviette. Das riecht so lecker, der Tee. Das ist Apfeltee. Es wird hier fruchtig. So. Streuen wir hier ein bisschen solche Sachen hier drauf. Dann scheint dann durch die Serviette durch. Wir verarbeiten ja hier so vieles im Junk Journal. So. Jetzt habe ich hier ein kleines bisschen Strick. Machen wir also ein bisschen Strick hier drauf. Ich habe hier super Silberfäden.
Das wird nicht aufgehen. Wo haben wir denn unsere Schere? Hier haben wir die Schere. Na, komm her. Das will nicht. Na, dann lassen wir das. Dann kein Dings runter. So. Jetzt haben wir hier unsere Huch. Unsere Serviette. Die legen wir jetzt hier vorsichtig drauf. Ich möchte gerne, dass man diese Schrift auch noch was sieht. Oh, sieht doch ganz gut aus. Jetzt versuchen wir das noch ein bisschen glatt zu ziehen hier. Ich bin nämlich nicht so ähnlich der. Der Serviettenkleber. Schön vorsichtig aufpassen, dass man das ja nicht kaputt macht. Das war schade drum. Naja, da kommt ja sowieso noch ein Bild drauf. Und dann wird das so, kommt was mal ausarbeiten. Das ist mir dann auch nicht so schlimm. Ausgebessert wird. Und das riecht hier voll nach Tee. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er noch ein bisschen Farbe abgibt. Weil da, das ist ja so rötlicher Tee, den ich hier gebrauche. Ach, das riecht hier voll nach Apfel. Es wird ein Frucht-Junk-Journal. Hallo! Ja, du hast mich heute angesteckt, irgendwie Bastelküche. Schön, dass du reinschaust. Und es ist so schönes Wetter draußen, weißt du? Das riecht so nach Apfel durch den Tee. Ich glaube, das macht doch das schöne Wetter draußen. So, jetzt habe ich hier alles mit der Serviettenleim beklebt. Abgedeckt, erstmal. Jetzt können wir erstmal unseren Heißluftföhn holen. Mal umbauen hier.
Wie geht's dir denn so, Bastelküche? Mit deiner Erkältung oder mit deinem Husten oder Schnupfen oder. So, jetzt wird's gleich laut. Jetzt wird's gleich laut, meine Guten. Da kann ich nichts dran tun. Ich versuche schon ein bisschen so weit wie möglich Mikrofon wegzugehen. Sollen wir das hier ein bisschen trocken föhnen? Ich hab so gehofft, Melgrin, dass du reinschaust. Oh, ich hatte die letzten Tage irgendwie so eine Flaute, die letzten Wochen. So null Bock auf nix und ach. Wie geht's dir, Melgrin? Mel? Na, aber gut, dass du geimpft bist. Mel, ich habe gerade versucht, das war das Cover für Junk Journal Ostern. Ich habe gerade so wie so ein Memo-Board gemacht, weißt du? Ich serviere drauf unten was Tee und jetzt mache ich das trocken. Oh. Erkältung. Ich hoffe nichts Schlimmeres. Ja, bei uns ist eigentlich alles soweit noch in Ordnung. Und nichts mit Erkältung. Es ist da trocken, braucht das auch nicht zu sein, weil da kommt sie wirklich die nächste Laube drauf. Aber jetzt hat puh. Für beides! Für beides! Also ich weiß nicht, ob man das dann noch riecht, wenn das dann weiter ausgekühlt ist. Also jetzt riecht man es auf jeden Fall noch. Jetzt machen wir das hier ab. Oh. Erkältung morgen, ja. Aber was willst du denn auch mit dem Wetter? Die letzten Tage waren ja auch wirklich wie tagsüber warm und in der Nacht ist es kalt. Da hast du Minusgrade. Versuche ich es gerade hier was abzuschneiden. So.
das riecht voll nach Tee. So, jetzt habe ich hier eine andere Serviette. Da wir ja im Thema Ostern sind. Hopp, komm her. Ich habe natürlich auch Osterserviette. Das legen wir euch mal an die Seite, das kann weiter trocknen. Das schneide ich mir ein Motiv erstmal raus. Also gesagt, mit meinem Wassertank mache ich mir was raus hier. Habe ich hier einen Wassertankpinsel? Ja, habe ich hier. Ich hoffe, da kommt was raus. Ja, okay. Ich wollte gerne diesen Hasen hier. Das gefällt mir nicht so mit dem Wassertankpinsel. Ich mache das einfach, ich schneide mir das raus. Ich schneide mir die Motive raus. Nur einmal hier diesen Osterhase. Das Ostermotiv und dann haben wir hier noch diese, na die Eier sowieso. Dann haben wir hier diese Frau. Ja, genau. Das Dunkle, was du hier siehst, das sind die Sprenkeln drin, das sind die, das Rote oder wie das ausschaut jetzt, das ist der Tee. Und das Schwarze ist einfach eine alte Buchseite, die ich so ein bisschen versetzt auf eine Cornflakes-Box geklebt habe. Jetzt schneide ich mal gerade was an den Motive aus. Sehen, wie ich das mache. Das wird die Vorderseite. Da kommt diese Frau hin. Diese Frau. Das klingt ja auch. Ich habe heute früh nämlich schon meine Maschine runtergeholt, Mel, meine Nähmaschine. Und da hatte ich erstmal ein bisschen Rüssi gehabt damit. Die wollte nicht, wie ich wollte. Nie tut drin hier draußen.
macht meine Katze hier drüben? Jetzt muss ich erstmal sehen, wo der Knick ist. Genau, hier ist das. Genau so. Hier ist diese Linie. Kommt das Motiv hier drauf? Ich muss erstmal ganz schnell gucken, was meine Katze wieder anstellt hier drüben. Die macht uns Scheiße, die Katze. Ich bin eigentlich schon plan gewesen, das hier drauf so zu kleben jetzt. Jetzt habe ich ja noch so ein kleines Ei. Suche ich das Grüne von der Wiese dann ein bisschen mit auszuschneiden. Und Unterricht vorbei, Mel. So. Nummer 1 und dann haben wir hier das Kind. Das legen wir hier oben drauf. Denke ich mir so. Ich muss dann noch die Ruhe genießen, bevor meine Kinder kommen. Von der Schule und von Arbeit. Wie spät haben wir es denn? Ach, der große Kleine, der wird auch gleich ankommen. Und habt ihr euch, und wann zieht ihr denn nur um? Habt ihr schöne Pläne, wenn das wird bei euch? Ich dachte, du bist schon langsam am Koffer packen.
dass wir euch bald willkommen heißen können hier. Noch nichts gefunden zur Miete. Auch nicht übers Maklerbüro, hat da nichts, haben die nichts? Na, ist schwer, was zu bekommen. Sind ja auch einige hier auf einige Seiten, wo die Menschen eingeschrieben stehen und drauf warten, dass sie was bekommen. Ja, manchmal hat man auch kleine, hier sind ja auch solche kleinen, zu mieten, solche kleinen Häuser zu mieten. Kann man ja auch. Also der Straße, wo ich hier wohne, da haben manche auch kleine Häuser mit Grund, also mit Garten und so. Die bezahlen die dafür, glaube was in die 400 Euro oder so. Und die sind mit Solar. Auf Solarenergie. Also die haben diese Zellen um drauf, diese Solarzellen. Die Sonnenpaneelen, die Sonnendings da. Oh. Ja, ist so, das stimmt. Das geht bei euch nur am Wochenende. Oder wenn mal in Deutschland ein Feiertag ist und in Holland nicht. Da habt ihr dann auch keine Lust rüber zu fahren. Ich bin nur ganz raus aus dem Bild. Nee, mehr, ich dachte, ich mache heute bloß erstmal das Cover und dann die Gitarre, die Signatur rein. Weil ich habe nämlich letzte Woche jede Menge Papier gefärbt mit Kaffee. Und war ein bisschen am Experimentieren mit was Deckchen, aber das ist mir nicht so richtig gelungen. Weißt. Ich habe nämlich das Papier habe ich letzte Woche gemacht. Mit Deckchen, aber das ist mir irgendwie nicht richtig gelungen. Das war wie so
so Egelit, weißt du, so als Gummi, so ein Stück Spitze, aber da habe ich schon was hier liegen. Ne, das habe ich drüben. Und das hat aber nicht richtig durchgezogen, die Farbe. So, der kommt hierher, der Mann. Der Mann, der Mann. Genau. So sieht das mal die erste Seite erstmal aus. Das ist die Vorderseite, aber es ist noch lange nicht fertig. Ups. Und hier habe ich so ein großes Motiv. Schere, ja. Da schneide ich das hier mal weg. So, sind die kleinen Vögel noch mit drauf. Brauchst du was an Servietten, Mel? Oder hast du genug? Weil ich habe jede Menge Servietten. Da komme ich überhaupt, da komme ich so lange hin. Weil ich hatte jetzt an jemanden aus der Bastelgruppe Servietten geschickt. Und da dachte ich, ich musste Mel mal fragen, ob die auch was an an Osterservietten oder sowas brauchen, Weihnachtsservietten. Was, genug? Gibt es da überhaupt? Was gibt es da überhaupt? Was? Was gibt es? Weihnachtsservietten? Hab ich jede Menge. Osterservietten auch. Ich kann dir meinen Stapel gleich mal zeigen. Ich will bisher mal fertig ausschneiden, dann zeige ich dir mal, was ich schaue. Weil da hatte letzte Woche ja in der Bastelgruppe, hatte jemand danach gefragt, in der Gruppe, ob jemand Servietten übrig hat. Und ich dachte, ey, ich habe so viel Servietten.
Also die ist ja doppelt und dreifach hab ich doch da, tut mir's nicht weh, wenn ich da mal zwei abgebe oder so. Die hatte sie gestern bekommen. Hat es mir gestern Nachricht geschickt, dass sie angekommen sind. Da dachte ich, das ist ja schnell gegangen. So, jetzt machen wir hier diese weiße Papier ab. Jetzt kleben wir das noch auf und dann hole ich meinen Stapel mal rüber. So, das lassen wir jetzt mal trocknen. Das stimmt. Also es ist schlimm, was man so anfindet. Auch mit diesen Büchern von der, wo die Tapetenvorlagen drin sind. Wahnsinn, was ich da habe. Das ist. So, geht los. Sind meine Schätze hier in der Kiste drinne. Huch, nicht alles im Weg rum. Habe ich einmal diese Mel. Die. Dann habe ich von denen habe ich hier noch drei Stück. Das ist so japanisches Motiv. Dann habe ich hier auch noch mal so japanisches. Habe ich auch eine ganze Verpackung davon. Naja, Weihnachten hier so mit so einem Engel drauf. Und die sind schon so alt, die Servietten. Keine Ahnung, wo ich die mal her habe. Das sind auch so verschiedene Weihnachtsmotive. Hier mit so einem Weihnachtsmann. Und die hatte ich mir jetzt auch zu Weihnachten gekauft. Das sind so kleine Tiere drauf. Dann habe ich dieser hier. Ja, die habe ich. Ich habe, wo mein Kind noch zur Schule gegangen ist, naja, auf der normale Schule. Normale Schule, das klingt auch wieder. Da habe ich dort sauber gemacht und da haben die immer weggeschmissen. Die haben die gratis bekommen. Und dann haben sie die weggeschmissen und da habe ich mal gleich so 5, 6, 7 Stück aus dem Müllcontainer gerettet, sage ich jetzt mal. Dann hier mit so Weihnachtskugeln drauf. Dann hier so mit so einem Eichhörnchen, wie so Eichhörnchen gemacht. Zweimal mit Cupcakes. Mal große und dann mal kleine.
Und nun dann jede Menge einzelne noch. Ja, aber mit das ist zum Verschicken, das ist dann, wenn man da sagt, man macht den Umschlag mit von den Tapetenbüchern, das wird zu schwer zum Verschicken. Also es muss, da muss ja dann mal was raussuchen, wenn ihr dann mal hier wohnt. Oder irgendwie. Das ist jetzt schon, das beginnt schon schön zu trocknen hier. So wird das dann von hinten. Vielleicht mache ich das dann noch ein bisschen mit gelber Inkt. Mal sehen. Dass ich dann noch was mit Gesso. Ich muss erst mal sehen. Das muss erstmal schön trocknen hier. Das braucht jetzt nämlich seine Zeit. Schneide ich hier mal den Rand hier noch ab. Ja, habe ich wieder meine Küchentür aufgelassen und meine Katze wieder drüben rum. Das ist sowas. Oh, das riecht voll nach Tee. Ja, na, auch wenn man sagt, man macht einen Umschlag mit was Papierseiten drin, das hat auch ganz schöne Gewicht. Ich habe es einmal gemacht, also da habe ich. Habe ich ein Paket verschickt, da war Heiden Geld los geworden. Katze! Wo ist da? Wo ist da hier? Weg jetzt hier! Ruhe! Auf hin! Ich schmeiß noch mal ganz schnell meinen Heißluftföhn an, es wird ein bisschen laut jetzt. So, ich denke mal, da wäre schon noch mit das Gelb drüber gehen. Mit Gesso und was Ink. Mal sehen.
So. Das ist schon trocken jetzt. Jetzt werfe ich mir mal den Pinsel habe ich hier liegen. Ich dachte, ich hätte mal den Pinsel hier liegen gehabt. Ich versuche jetzt das noch ein bisschen mit Gelb, ein bisschen Gelb und Grün zu vermischen. Ich habe hier was Gelb. Akzente zu setzen. Mal sehen, wie es ausschaut. Vielleicht muss ich auch was leichter Gesso unten drunter machen. Was denkst du, Mel? Ich probiere mal, wie das ausschaut, wenn ich das jetzt, wie das wirkt. Oh ja. Brauche ich kein Gesso. Gelb und jetzt mal ein bisschen grün. Was? Gut so weitermachen? Aber ist schwer. Vielleicht mache ich dann noch klein ein bisschen. Gold oder sowas, so kleine Akzente, ich muss das mal sehen. Ich habe ja wie so ein Stenzel.
Vielleicht mache ich jetzt hier so ein Motiv mit der Gesso. Oder ich gebrauche mein Wer die Qual hat, hat die Wahl. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Hab ich jetzt noch mein Gold? Hallo? Hallo? Meine Goldfarbe ist weg. Wo ist denn die weg? Huch! Nicht runterfallen, nicht umfallen, nein. Ich habe was anderes gefunden. Wer ist das in meine Paste? Strukturpaste habe ich hier. Muss ich erstmal sehen, was ich jetzt von Ink nehme. Mal sehen, wie das ausschaut, wenn ich diese hier oben solche kleinen Blumen noch drauf machen. Sehen, wie das ausschaut. Wir probieren es einfach, wie es ausschaut. Ups, daneben gekommen. Das war nicht der. So, den Rand hier. Kommt hier unten noch eine kleine Ding drin. Kleine Blume. Vorderseite, die Rückseite. So. So schaut jetzt die Vorderseite erstmal aus, bis jetzt. Dann habe ich hier so die Seite gestaltet und das ist meine Rückseite. Und jetzt wäre ich doch noch, wo ist mein Gesso? Hier.
fülle ich mir mal was in meine kleine Flasche ab. So. Zu viel Gesso drauf gemacht, egal. Schon aufgehellt hier. Ups, 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 ups. Bin ich hier rangekommen. Ich wundere mich, warum ihr weg seid. Bin ich noch da? Bin ich noch irgendwo da zu sehen? Bin ich nämlich an meine Maus gekommen? Oh. Ups. Es war nämlich alles weg mit einmal. Ja, ich bin an meine Maus gekommen. So. Gehen wir das hier ein bisschen nämlich aufhellen hier, die Seiten. Hellere Stellen hier rein gemacht. Du siehst alles, na. So. So ist jetzt meine, das ist jetzt ja das Cover erstmal soweit. Irgendwie sehe ich das ja. Die Außenseite. Müssen wir sehen, dass wir dann die Innenseite noch. Man könnte ja den Rand noch ein bisschen mit Ink machen. Aber den werde ich mit Grün machen. Distressen. Dann lassen wir das gut durchtrocknen.
die Innenseite weitermachen. Brauche ich mal sehen. Ich habe irgendwo habe ich Spitze. So, jetzt mal sehen, was man über Innenseite, wie man die Innenseite gestalten. Da brauche ich schon das Designerpapier. Erst mal sehen, was ich da für ein Designerpapier nehme. Ich habe hier was so mit roten Pünktchen für die Innenseite. Das würde ja eigentlich gut passen für außen. Das ist zu blumig mir. Ich denke mal, dass man das hier nimmt, diese. Auf jeden Fall möchte ich dann dieses Band hier draußen hinkleben noch. Genau. Aber jetzt machen wir uns erstmal die. Ich werde einfach ein weißes Blatt reinkleben und es dann verzieren. Dass das nicht passt, das ist ja nicht so schlimm. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und wie war das? Jetzt messen wir uns die Seite ab. So, das sind 12,5. Die 12,5, die ist bei meinem Lineal wieder sonst wo. Das sind 12.
8,5, ja. Ja, geht gleich los. Ich trinke gleich was. 12,5. Na, wo bleiben denn meine Kinder heute? Ich sag doch. 12,5 bei 22. Oh, 22. Mal 22 Zentimeter. Okay. Naja, der Kleine, der muss sowieso, der kommt gelaufen. Und der ist nicht so schnell. Bei dem geht das nicht so schnell. Aber der Große, der ist auch noch nie rein. Habe ich jetzt ziemlich verschnitten? Nee. So, und dann die Innenseite. Die Innenseite. Wie lang ist die Innenseite? Die ist 7 cm. 7 cm. 7 cm. 7 cm. Zweiundzwanzig. Oder ist er noch in der Sportschule, aber der hat doch gar nicht mitgenommen. Ja, mein Kleiner, der geht nämlich seit gestern in die Sportschule. Hat er sich angemeldet. Fitness. Wenn er denkt. So, dann kleben wir uns die Seiten hier rein. So ein Kinderprittstift, also ich finde da so super. Da macht mehr her als wieder da die normalen. Wo ich nie gerne mit so einem Klebestift gearbeitet habe. So. Hier müssen wir noch 1 mm wegnehmen. Oh, da geht die Tür auf. Kommt der Fahrrad? Mein Großer. Das ist mein Großer. Bin gespannt, wenn mein Kleiner kommt. Geh schnell hin. Oh. Hast du Kevin noch nie gesehen? No. Da wird rumschwebt. So. Wird die Seite auch reingeklebt. Muss ich hier noch mal was wegnehmen. Millimeter ungefähr.
Warte! Die Kirche ist uns auch noch an. Die Kirche ist uns auch an. Oh! Ja, der hat gar nicht gesagt, dass der heute in die, heute zur Sportschule geht. Und heute gar nicht weiter mit. Nee, vielleicht kommt er so. Er muss ja heute wieder arbeiten, heute Abend. So. So schaut's bis jetzt aus. Wer bist du? Wer bist du? Na, war nicht, so. Also klar, ja. Und das ist die Vorderseite, da kommt dann noch ein Sticker also drauf. Klar, ja, mal eben seriös, wer bist du? Dein Gedeih, der kommt so an. So, und jetzt müssen wir sehen, ja, dass wir hier für die Signaturen drei Punkte reinbekommen. Die zeichnen wir uns erstmal an. Das habe. Wo haben wir das Lineal? Da haben wir 3, 4, 5 Lineale, wenn wir ein Lineal braucht, haben wir keins. Das kennt ihr auch noch. Ja. So, Lineal, wo bist du? Hä? Null? Nein, dann machen wir das freihand. Da brauchen wir das freihand einzeichnen. Brauchen wir einen Bleistift, haben wir hier liegen. Dann nehmen wir das aus Linealhilfe. Das geht natürlich auch. Ist nicht süß. So. Das ist ja. So. Dann machen wir. Ich denke mal, dass ich 3 machen werde. Dann mache ich hier eine. Hier bei 14. 16 bei 18. Muss ich schon nur zu helfen wissen. Ein bisschen mehr Abstand. So, genau. So. So, genau. So, hier machen wir uns jetzt die Löcher rein. Erstmal unsere Schaumgummimatte holen. Die brauchen wir ja auch noch. Aufhängt! Was soll das hier? Frau Kupferte? Wo ist die?
So. Da kann ich mir Bälle. So. Jetzt haben wir hier unsere Rainstation, wo die Signaturen reinkommen. So. Genau. So. Irgendwie fehlt mir hier oben noch was drauf. Ich weiß nicht was. Gleich schneiden wir mal was hier. Ich habe meine, die Hülle, was ich gestern gemacht habe, Mel, das habe ich nochmal verändert, weil das ist kaputt gegangen. Das war mir heute früh beim Nähen doch kaputt gegangen. Und habe ich hier nochmal neues Papier dahinter gemacht. Bei diesem Tag. Das kommt ja mit hier rein dann. So, jetzt muss man sehen, was wir an Papier finden. Für die Signaturen. Ich habe hier von allem liegen und von nichts. Sehen, ob das so passt. Muss ich noch beischneiden dann. Kommt das Buchseiten noch dazwischen? Hier habe ich auch so ein verunglücktes Stück Papier. Das habe ich auch letztens selber gemacht. Das ist gefärbt mit Lebensmittelfarbe. Und was Kaffee dazwischen gelegt. Das Schwarze sind Kaffeesprenkel. Und hier hinten ist noch was Tee. Das sieht aber hier viel rosaner aus, als wie es in der Kamera ausschaut. Ist auch einfach Tee drauf gemacht. Jetzt muss ich die anderen gleich mal holen. Das andere Papier.
Für noch was an Buchseiten, die man da verwenden kann. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir haben ja noch so eine... ...bisschen Reklameblatt. Ich habe hier noch was an Umschläge, die wir mit dazwischen legen können. Aber die muss ich mir erstmal zuschneiden. Wir haben hier einen in Holland so Freundschaftslotterie, also Freundinnenlotterie, ist ein Umschlag davon. Post und L. Okay. Diese Seite. Dann haben wir hier so eine Kaffeeseite. Aber die muss ich erstmal zuschneiden. Die muss ich erstmal was runterschneiden hier mehr. Dann haben wir hier noch einen Umschlag. So. Den lasse ich auch so gewohnt so halb hier. Schneiden wir mal ungefähr so einen halben Zentimeter weg. Wenn das gut durchgetrocknet ist, morgen gehen wir das dann einnähen und dann die ersten Seiten gestalten. Vielleicht finde ich noch ein bisschen noch was an andere Seiten aus dem Magazin oder so. Aber morgen bin ich schon früh online. Hey Schnecke! Schön, dass du reinschaust. Ja,
wo ich heute bei Antonia zugeguckt habe, bei Kreatonia, da habe ich so richtig Lust bekommen. Und dann früh bei Bastelküche, ich dachte, oh ja, willst doch mal wieder anfangen. Es war jetzt ja wirklich, da habe ich was vorgenommen zu streamen und dann war die Zeit so schnell vorbei und dann schaust du ein Video, wie du was machen kannst und denkst, ah, wieder eine Woche vorbei, wieder nicht gestreamt. Und dann hast du den Kopf so voller Ideen und weil da bin ich auch noch beschäftigt mit meiner Hobbykammer zum Einrichten und alles. Und da fehlt mir auch die kreative Idee, was ich machen soll, wie ich es einrichte. Und schwuppdiwupp ist so eine Woche rum. Ich habe hier von diesem Junk Journal habe ich gerade so schon so ein Dings gestaltet, so eine Seite gestaltet, also keine Seite, also das Cover gestaltet. Aber das ist noch nicht fertig, das ist auch noch nicht ganz gut durchgetrocknet. Ich habe hier schon die Löcher reingemacht, man sieht es aber noch nicht, wo die Signatur reinkommt dann. Und ja, jetzt habe ich gerade das Signaturblätter geschnitten. Und mein Hund, der will schon wieder raus. Na komm, Max, komm. Na komm. Der will wieder nicht, der möchte wieder Brötchen backen. Ich hatte gestern auch schon was, aber nicht via Chat gemacht. Ich lasse es gleich sehen. Ich muss meinen Hund erstmal ganz schön nach draußen lassen. Huch, ich fliege schon noch hin. Ich hatte gestern nämlich so ein Tag schon für Ostern gemacht, was hier reinkommt. Weißt? Habe ich einmal hier so einen Umschlag gestaltet. Diesen Umschlag gemacht, wo das Tag reinkommt, da ist gefärbtes Papier. Da habe ich dann was Mod Podge drauf gemacht auf das gefärbte Papier, was mit Kaffee gefärbt war. Und dann so das kleine, die Punches, was du hier siehst, hier unten, das ist Tee. Das habe ich da drauf gestreut und dann solche kleinen Streuteile wie Herzen. Und das habe ich dann mit einer weißen Serviette oben drauf gemacht. Und dann verziert. Und dann habe ich noch ein Tag gestaltet. Und dann habe ich noch dieses Tag gestaltet. Das ist einfach auch was härterer Karton. Das hatte ich mal eingefärbt. Das ist auch so mit so einer Müslischale. Da hatte ich auch was Papier und Farbe drauf gemacht. Und das hatte ich auch gestern mit hinten verziert und dann einfach mit dem Stempel und mit dem Stencil bearbeitet und ein Bild drauf gemacht. Und heute früh mich versucht an der Nähmaschine. Und da ist mir dieses kaputt gegangen, ist mir das durch einen weißen Fleck geglückt ist, zerrissen. Und da habe ich aber dann nochmal neues Papier dahinter gemacht einfach. Wo das Tag reinkommt. Und mein Hund, der sitzt neben mir, der denkt, was will die hier, was erzählt die alle mal? Hier ist auch noch ein Umschlag, der rein muss. So,
muss ich erstmal Nadel und Faden suchen. Ich habe jetzt zwar Nadel und Faden hier, aber wenn ich das, ist immer dann alles immer weg bei mir. Ich ein bisschen Wolle, ein bisschen Garn, ein bisschen weißes Garn. Ich mache hier schon 5 Schritte vor dem dritten Schritt. Ups. Mein Headset ist auch stück, bei mir geht alles kaputt. Ich hatte doch eine große Nadel gehabt. Wo habe ich denn das da hingeräumt? Hier ist ein kleiner Stempel drin, den brauche ich jetzt nie. Aha, ich habe es gefunden. Ich habe hier eine etwas dickere Nadel. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich hier dieses schwarze... Ne, das reicht nicht. Reinmache oder das Grüne. Oder nehme ich das doppelt? Es kann natürlich auch sein, dass es doppelt besser ausschaut. Für die Signatur. Für die erste. Wir sehen, wie es ausschaut. Das ist das doppelt. Ach Maxi, was willst du denn nun wieder? Du warst doch gerade draußen, mein Hund, der macht mich auch manchmal noch mal ganz gerade. So. Mache ich bloß hier erstmal die Maxi, nun ist klar. Maxi! Milian! Willst du Wasser haben oder so? So. Dann gehen wir hier rein. Gehen wir hier zurück. Gehen wir hier rein. Ja, die waren reingehangen. Oh, ich wollte die doch ganz anders machen, die Signaturen. Ach, ich wollte die doch reinnehmen. Jetzt habe ich mal wieder was falsch hier. Maxi. Ich muss meinem Hund erstmal was Wasser geben. Da. Na komm, hopp, komm, Max, komm. Wenn du Wasser haben willst. Thank you.
Da wollte was Wasser, mein Hund. So. Muss mal sehen, was man hier. Nur das so. So. So viel brauchen wir ja nicht von den Signaturen. Weil wenn der noch verziert wird, dann wird das ja eh was dicker. Ich muss das anders machen. So. Und dann diese hier rein. Dann kommt hier das Rosa rein. Und so eine Seite. So, da habe ich hier nur 5 Signaturen, das reicht. Das ist vollkommen genug. So, warte. Dum 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 dum. Wir machen das hier freihand. Also was sind hier? So. Und dann kommt das hier unten rein. So, jetzt habe ich das gleich durch hier, durch den Papierstapel. Genau. So. Huch, fällt mir alles runter. So, jetzt habe ich meine erste Signatur hier eingearbeitet. Boah. Die rammen draußen mit dem Motor rum. So.
so. Müssen wir noch was hier nachziehen. Komm. Genau. So. Haben wir der erste Signatur hier drinne. So, der zweite Signatur, das klingt ja auch hier. Ein Umschlag hier. Das Papier. Mit Kaffee gefärbten Papier. Aber, das muss ich sehen. Ach nee, da ist egal, da habe ich einen Rand unten. Wieso ist das hier nicht drin in der Mitte? Oh doch, genau. Genau. Na du. Ja, meld hier. Was gibt's bei euch heute alles Schönes zu essen? Habt ihr schon eine Idee, was ihr zum Abendbrot essen macht? Also bei uns gibt es heute bloß normal Brot und oh, Steaks und Pommes. Das klingt gut. Ne, ich habe heute keinen Appetit auf Fleisch. Was Brot da und noch was Käse da und das reicht. Mein Kleiner, da muss er sowieso, da geht heute Abend wieder arbeiten, also da tut sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Für 2 Stunden. Wo habe ich jetzt denn wieder meine Wolle? Hallo? Hallo? Komm? Hallo? Ach Mann, wo muss ja das immer alles weg sein? Wo bist denn du wieder hingefallen? Hä? Meine Wolle ist weg. Dann nehme ich was anderes. Ne, da hat sich der arbeitet bei uns vorne im Supermarkt Regale einfüllen. Das arbeitet da 3 Tage in der Woche. Mal 2 Stunden. Und der gefällt's.
hat er vor 3 Wochen, 4 Wochen hat er dann begonnen. Es ging auch ganz schön schnell, da hat er sich beworben und hatten sie dann eine Woche später, hatten sie ihn angerufen. Da hatten sie ihn zum Vorstellungstermin eingeladen. Weekend. Ich hab auch Weekend. Nee, ich hab gedacht Weekend. Aua. Jetzt bin ich schon nicht dabei, die Signaturen einzunähen. Das ist ein bisschen Gefriemel hier. Pizza, selber gemachte Pizza? Oder selbst gekaufte? Muss ich mal sehen, wo hier. Na komm her. Ich glaube, meine Kamera hinter. Meine Kamera ist aus. Kann das sein? Kann das sein, dass meine Kamera aus ist? Hallo? Ist meine Kamera aus, Mel? Seht ihr was? Ich, weil ich hier nämlich nicht so mitkrieg. Thomas, kannst du mal gucken, ob die hier. Ob die läuft, die Kamera oder nicht? Hast du eine Frage? Die muss ja funktionieren, das Kabel. Ja, ne? Die hat's aufgehangen. Tja, warum sollte bei mir mal was glatt gehen? Warte, ich starte noch mal neu auf die Kamera. Nee, ihr müsst den Stecker eben nicht mehr. Ja, trotzdem muss ich neu installieren, die Kamera dann. Ist wieder da? Nee. Die sag doch. Ich bin gleich wieder da. Eigenschaften. Hallo? Ach Mensch. Technik, die begeistert. Na, dann tun wir es erstmal verweitern, der Aufnahmegerät. Ich bin gleich wieder bei euch. Ja, da war sie wieder da. Ja, Standbild, immer was anderes, ne? Aber eine ganze Weile schon. Und meine wieder hier rumge. So. Ich dachte jetzt bloß gerade, hä? Ich sehe gar nichts hier bewegen im Bild.
in der Kamera. Na, komm her. Der Nagel will nicht durch. Jetzt geht's wieder. Ja. Die hatte sich mal kurz hier. Die wollte nicht mehr. Meine Schere wieder weg. Ah. Ja, das ist schlimm, ist das. Das ist wie nennt man das? Streamerfehler, ne? Primo Schicksal, ne? So. Jetzt habe ich ja meine zwei Signaturen erstmal drin, da kommt noch eine dritte rein. Aber wir lassen das erstmal so. Ich habe wie so einen kleinen schwarzen Rand. Dann kleben wir uns hier ran. Drum. Genau. So. Was? Ist es runtergefallen? Na ja, egal. Egal, egal, egal. Was haben wir denn hier noch so schönes? Bisschen
goldenes Band, aber das brauche ich jetzt nicht. Hier kommt noch was drüber. So. So, da haben wir hier den Beginn gemacht vom Osterjunk Journal. So schaut es erstmal aus. Vorderseite. Hier innen haben wir erstmal was Signaturen schon reingetan, die wir dann irgendwann mal verzieren. Und da kommt noch eine Signatur rein. Und das ist die Hinterseite. Und das gehen wir jetzt im Laufe der Zeit verzieren. Noch ein bisschen ausarbeiten. So, und das war's schon wieder, meine Guten. Morgen bin ich wieder da für euch. Und ich weiß auch schon, wo wir jetzt hin raiden. Die ist am Häkeln, bestimmt wieder. Zu Iggy Yugi, zu Yugi. Und ja. Muss ich aber erstmal vorbereiten, den Raid. Weil ich habe nämlich nur noch einen Bildschirm zur Zeit und dann ist es ein bisschen schwierig, mit einem Bildschirm immer nur Kanal raiden. Ja, aber naja, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Kamera ausschaut, weil hier fällt kein Licht drauf, das ist ziemlich dunkel. Wo wollten wir jetzt hin? Jetzt muss ich erstmal den Namen suchen. Ikiyuki. Ikiyuki. Kanal Raiden. Das steht schon hier. So, da gehen wir dann noch hin. Ich hoffe, ihr geht noch alle mit. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen in einer Frische. Ist es geglückt?
holen. Oh, mein Ding, mein OBS läuft doch, Chips.